Moin Moin und herzlich willkommen hier bei mir, dem Chris. Wir sind hier in einer neuen Folge Voxel Tycoon und versuchen irgendwie ein bisschen weiterzukommen mit unserem Labörchen hier. In der Zwischenzeit gucken wir mal eben kurz, ob wir ein paar Ressourcen nochmal verbessern können, besser anbinden können. Guck mal, die wollen jetzt schon wieder so viel Holz haben, da können wir uns gleich zwei Holzautos kaufen hier. Ups. Zwei Holzautos bitte. Ja, bitte, bitte. Danke, danke. Das machen wir doch mal eben schnell, damit die ein bisschen glücklicher mit ihrem Holzstand sind. Zack, zack. So, dann bekommen die schon mal ein bisschen mehr Holz. Eisenerz sind die noch recht glücklich drüber, über das, was die bekommen. Das ist gut. Heißt, wir können das jetzt hier erstmal eben ein bisschen außer Acht lassen hier unten. Kommen wir gleich wieder zurück, wenn wir das hier geschafft haben. Dann würde ich sagen, bauen wir das Sägewerk dazwischen auf, irgendwo hier so in der Nähe, damit auch andere das später noch abbekommen, weil die Steine, da müssen wir uns auch noch drum kümmern später. Kohle ist tatsächlich noch nicht so geilo bei denen und die sind ganz froh darüber. Okay. Hier ist aber auch noch Kohle. Nicht so. Und hier ist Holz auch noch nicht so. Das können wir noch alles verbessern. Was wollen wir zuerst verbessern? Wir können erstmal oben die Kohle noch machen. Kaufen uns nochmal eben zwei Fahrzeuge für Kohle. Entladen das Ganze und laden das Ganze. Kannst du schon mal auf die Reise gehen. Laden und entladen. Und los. So, Holz müssen wir auch nochmal Nachschub holen. Machen wir auch mal gleich zwei Trucks da rein. Passt schon. Laden und entladen. Laden, entladen. Dann sollte das dort auch ein bisschen besser gehen. Zack und zack. So, jetzt müssen wir nochmal kurz unten die Stadt angucken. Was war hier nochmal? Die sind auch noch nicht ganz zufrieden mit ihrer Kohlezulieferung. Dann werden wir das auch nochmal nachholen. Wir werden auch nochmal in zwei Kohletrucks einbauen. Kann man noch ein bisschen mal da rausholen, dass ich das vielleicht so in einem Abwasch hinkriege. Laden. Jetzt habe ich den Knopf vergessen zu drücken. Entladen. Ja. Und los. Laden. Entladen. Auf geht's. Zack. So, dann haben wir das auch erledigt. Cool. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir persönlich stelle, können wir noch Sachen verbessern in Form von, wenn wir jetzt mit Zügen gewisse Sachen irgendwo hin transportieren, kann man denn dort kombinieren, dass wir das über Autos rübergeben und dann dahin? Das sind alles Sachen, die müssen wir nochmal rausfinden. Weiß ich nämlich gerade auch nicht. So, wie weit sind wir mit unserer Forschung hier? Ja, das ist noch nicht ganz so weit. Dauert noch im Moment. Okay. Vielleicht schaffen wir es dann ja in der Zwischenzeit schon mal hier irgendwann das Dörfchen hier zu bekommen. Damit wir die Steine bekommen. Aber da brauchen wir 944.000 für. Junge, Junge, Junge. Ein Unternehmen ist am Rande der Insolvenz. Ja, was soll ich denn tun? Wisst ihr was, wir lassen das jetzt mal tatsächlich, ich bin jetzt ganz ehrlich, wir lassen das jetzt einmal drauf ankommen. Außer bei dem, weil da sind wir gerade. Bei dem oben lassen wir es jetzt drauf ankommen. Und hier unten würde ich jetzt, weil wir da jetzt auch gerade an der Forschung dran sind, weil da kommen wir eh nicht so schnell ran. Das lohnt sich jetzt nicht, das Geld auszugeben, um die zu retten hier. Wir gucken mal, was danach passiert. Ob es eine andere Sache sich dann öffnet. Weil, bin ich ganz ehrlich, das schaffen wir jetzt so schnell nicht. Das lohnt sich nicht, die ganze Zeit Geld reinzupulvern und dann, ja, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Was wir vielleicht mal machen können, ist mal hier eben noch eine Straße ranklatschen, damit die vielleicht sich der Verkehr so ein bisschen. So.
dass sich vielleicht der Verkehr hier eben so ein bisschen woanders langtüdelt. Genau, das haben die schon gecheckt, das ist nice. Dann fahren die nämlich nicht alle über das Stück da vorne. Aber die kriegen immer noch nicht genug Kohle. Das ist ja was. Mich juckt es tatsächlich gerade ein bisschen im Kopf. So, wie weit bist du jetzt? Seh zu. Ich glaube, wir müssen halt auch einfach noch eben ein Fahrzeug mehr an Holz kaufen. Das nützt nichts. Entladen und laden. Auf geht's. Brauch ein bisschen mehr Holz bitte für unser... Achso, die haben dabei schon ein Lager, glaube ich, ne? Nee. Gerade für einen Moment gedacht, das ganze Ding hat ein Lager schon dran, aber nee. So langsam wird es so groß, dass wir irgendwo keine Dings ranbekommen. Ja, tut mir leid, Holzbretter habe ich jetzt gerade noch nicht. Das kommt gleich erst. Terminals. Genau. Da oben. Und hier und da oben. Okay. So. Machen wir das mal hier. Füllen wir gleich noch hinzu, die ganzen... Ach ne, Quatsch, hier wollte ich hin. Da und hier oben fängt es nämlich auch langsam an. Dazwischen setzen wir schon mal eben ein Stück Straße, auch wenn das Spiel das stellenweise selbst generiert. Aber das wäre mir jetzt gerade ein bisschen zu wenig. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wo sind denn meine Busse hin? Bussis? Da. Ja, ist ein Bus. Mal eben kurz bearbeiten. Und zwar haben wir zwei neue Haltestellen hinzubekommen, glaube ich, ne? Ne, drei sogar. Hier, Transfer. Genau, hier, Transfer und hier, Transfer. Okay. Wo ist jetzt der andere Bus? Wir hatten den jetzt hier und jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen drehen, damit wir ihn sehen können. Wo hat er sich versteckt? Bus? Hallo? Bus? Hallo? Ach da, der steht da genau daneben. Den habe ich gesehen. Wir werden da jetzt aber gleich noch einen dritten Bus draufpacken. Transfer. 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 Jetzt fährt er wahrscheinlich funny, super wilde Sachen. Aber passt schon. So, wir nehmen jetzt nochmal uns eben einen Bus dazu und werden jetzt mal eben alle Sachen mal hier zusammenbauen hier. Haben wir jetzt alle? Ich glaube. Ich hoffe, ich weiß es gerade selber nicht. Ist ein bisschen willkürlich da reingeklickt, aber wird schon passen. So, nice. 104 Gebäude angebunden. Wie weit sind die Jungs jetzt hier mal? 19 von 55, das ist ja was. Könnt ihr bald noch mehr bekommen, wa? Ist ja verrückt. Ganz schön gierig. So. Das wird immer teurer. Was ist mit denen denn? Ja, 100 Tage verbleiben. Wir warten mal ab und gucken mal, was passiert, wenn die da... Hier ist schon wieder Holz und Dingsen kommt da nicht richtig vernünftig an. Was, mit Kohle haben sie es aber auch echt, ne? Du sollst am Leben bleiben. Hör auf damit. Ich forsche doch jetzt nicht extra da hinten, damit du gleich hier einen Abgang machen kannst. Ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet, tut mir leid. Ich frage mich immer, warum das mit den Passagieren durchschnittlich ist. Werden wir so schnell wahrscheinlich nicht hinterkommen. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, an dem, was ich gesagt habe, dass sie auch gerne mal in andere Städte wollen, aber da kümmern wir uns vielleicht mal später drum. Oder vergessen es einfach wieder, wie immer. So, Kohle reicht denen einfach immer noch nicht. Ich überlege tatsächlich gerade,
Ob wir jetzt echt mal eine Zugstrecke aufbauen sollen. Ich will jetzt aber erstmal kurz gucken, wie teuer das ist. Das ist gar nicht mal so viel teurer, ne? Dürfen sich hier überhaupt Sachen kreuzen? Kann hier nicht gebaut werden. Nein, weil er sagt, Kreuzung ist nicht. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Das ist ja total uncool. Dann kriegst du nämlich nachher so aus ein bisschen planerisches Problem. Boah, ist das teuer. Junge, ey, das ist ja fast das ganze Geld, was wir gerade besitzen. Um da hinten irgendwie hinzukommen. Boah, ne, das sehe ich jetzt aber gerade nicht ein. Ja, das interessiert mich immer noch nie. Also die Städte hier hinten, die haben echt ein dickes Problem. Muss man jetzt aber auch mal ehrlich sagen. Also weder Kohle kommt. Das ist jetzt natürlich die Frage, die ich gerade eben schon mal stellen wollte. Was wäre denn jetzt, wenn wir dazwischen einfach mal... dazwischen einfach was aufbauen. Okay, das passt dann. Das könnte er machen. Ach so, guck mal. Er hat den dann auch drinne. Wie wäre es denn, wenn wir einfach versuchen, den Weg zu verkürzen für die hier oben? Entsprechend mit einer Bahn. Dann würde ich jetzt versuchen, hier zwischen mal eben zwei Güterbahnhöfe zu klatschen. Hier können wir ja direkt die Kohle dann aufnehmen, das ist ja egal. Zwar auch arschteuer, aber okay. So. Boah. Ist ja verrückt, ey. So, Frage. Muss das Ding jetzt im Kreis fahren können? Oder kann der so hin und her fahren? Zugdepot. Darf man das da dran setzen? Nö. Setzen das mal so ein bisschen so hier hin. Und was ist jetzt, wenn wir... Ach so. So hätte das aussehen müssen. Wir gucken mal eben, ob wir das vielleicht auch noch mal eben in die... Nein, nein. Was mal? Hilfe. So. Jetzt haben wir noch eigentlich so ein gutes Kreuz hier gebaut. Und kaufen uns jetzt mal einen Zug. Und da können wir das jetzt selber ranklatschen, ne? Ja, genau. Ei. Darf ich mir den selber zusammenstellen? Jo, ne? Okay, wir nehmen mal einen kleinen Zug. Was darf der denn liefern hier? Davon brauchen wir einen. 106.000. Ich würde das jetzt einfach mal ausprobieren. Den vielleicht so auf ja, 200.000 hatte ich mir gedacht. Oder wie viel kann er jetzt? 8, 16, 32, 48 müssten das sein, ne? Kriegt er das noch hin? Bearbeiten. Alle Stellen hinzufügen. Das hier. Laden. Entladen. Okay. Wir haben unseren ersten Zug. Ah, okay, gut, das klappt schon mal. Jetzt kriegen wir das Ding natürlich richtig gut leer. So, und jetzt mal kurz anhalten. Wir müssen jetzt hier ein Fahrzeugdepot bauen. Das war jetzt natürlich auch sauteuer, ne? Aber vielleicht kriegen wir tatsächlich einfach so ein bisschen mehr Terminal. Wir brauchen hier ein Güterterminal natürlich. Ich will an diese Straße hier ran. Das lässt du mich jetzt nicht, oder was? Mann, ey, was soll denn das immer? Beleg durch Fahrzeug. Da.
So. Jetzt verkürzen wir ein bisschen die Lieferzeit, weil das Ding hier, das nimmt mehr mit und ist auch, glaube ich, schneller. Oder wollten die hier oben auch noch schon Kohle haben? Nee. Ich glaube, wir müssen jetzt so langsam auch so ein bisschen so ein Netz mal aufbauen, dass wir da ein bisschen zügiger rankommen. Haben wir echt schon wieder 15 Minuten? Das ist ja verrückt, ey. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder. Wie viel. Warte, können wir auch ein Lager setzen hier? Pass auf, wir lassen ihn jetzt erstmal dahin fahren. Grappen uns mal eben ein Fahrzeug. Oder wie heißt das da hinten? Sehende Südwest. Genau, bearbeiten. Haben wir uns jetzt schon mal einen eben umgebaut hier drauf? Den ich auch. Aha, er konnte nämlich gar nicht abliefern. Pass auf, dann müssen wir hier nämlich, glaube ich, erst noch ein Lager bauen. Labore, Lagerhäuser. Großes Lagerhaus, genau. Der kann denn das hier annehmen? Kann ich aber auch placen, wie ich will. Das ist gut. Aus irgendeinem Grund nimmt er dann beide an, aber ist okay. Dann setzen wir das mal dahin. Auto. Kann das immer nur eins annehmen? Ist egal, wir wollen es ja eh für Kohle hier haben. Okay, wir gucken mal, dass wir das jetzt vollkriegen und dann. Ist gerade gesehen, dass das wieder hier Kreisverkehr wieder nicht akzeptiert. So. Bin ich mal gespannt, ob das hier so jetzt alles klappt, wie ich denke. Weil dann muss nämlich jetzt nur noch gleich der Zug wieder zurückkommen. Da, also. Jetzt entlädt er auch hoffentlich. Jo. Macht er alles hier rein. Sehr schön. Und jetzt lädt er sich voll und hat es hier rausgezogen. Nice. Das war genau das, was ich machen wollte. Jetzt muss ich mir nur meine ganzen Kohleautos schnappen. Und deren Station umbauen. Ich habe gerade kurz überlegt, wie ich das am sinnvollsten mache. Ich glaube, ich warte hier an der Stelle und baue von hier aus alle Fahrzeuge um. Bearbeiten. Zufügen. Laden. Das macht es wahrscheinlich einfacher. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber vielleicht werden wir es auch irgendwann rausfinden, wie wir es machen. Laden. Genau. So, dann warten wir hier auf die ganzen Fahrzeuge, die hier noch ankommen. Beziehungsweise alles, was ich jetzt dazwischen sehe, mache ich weg. Bearbeite ich um. Das war der hier, dann der hier noch. Also mit dem hier haben wir den schon. Nö. Den hatten wir aber schon. So, dann müssen wir uns die nach und nach jetzt hier rauspicken. Ist natürlich die Frage, ob wir den einen Zug noch erweitern können nachher. Oder wir lassen da einen zweiten drauf fahren. Ist die Frage, ob wir dann einen Kreis bauen müssen, weil irgendwann würden sie sich ja logischerweise blocken. Das müssen wir alles nochmal nachgucken. Jo, das war's schon. Du bist auch noch falsch unterwegs. Ja, das wird jetzt eben halt einen Moment dauern, bis wir die alle gefunden haben.
So, lassen wir die ein, zwei Mal hier ein bisschen fahren. Mit einem Mal schafft er gar nicht alles leer zu kriegen, ne? Ach doch, müsste doch eigentlich. Wenn ich richtig gerechnet hatte gerade. Ne, bleiben bis 18 über. Also nimmt er 50 jetzt mit. Habe ich denn noch gar gerechnet? Was? Ach so, ja. Okay, dann ist die Firma dann halt einfach weg. Okay. Das soll mir recht sein. Okay, tatsächlich kommt... Ach, da sind noch zwei Autos. Zwei Autos, die sich hierher verirrt haben. Ihr sollt doch gar nicht herkommen. Ihr sollt hier oben laden. Du auch nochmal bearbeiten. Das Verkalt hinzufügen da und laden. Okay, los geht's. Genau, haben sie jetzt auch gleich akzeptiert. Was ist mit unserem Research? Das machen wir nochmal in kurz. Fehlen immer noch welche. Kriegen wir in der Folge also gar nicht mehr fertig. Das ist ja... Das ist ja echt frech. Oh, jetzt... Na, die müssen halt noch mehr haben, ne? Kriegen jetzt gar nicht genug Kohle jetzt ran. Ja gut, der Zug kann ja nur hier auf dieser einen Strecke hin und her fahren. Weiß es natürlich nicht, wie das wäre, wenn wir da jetzt einfach stumpf noch eine zweite draufbauen. Kann man die hier eigentlich noch erweitern? Nö. Aber wir könnten halt einfach stumpf eine zweite Haltestelle aufbauen, ne? Würde auch gehen. Die Futter ist aber auch echt leer hier, das Ding, ne? Das geht super schnell. Ja, es könnten also theoretisch ja zwei fahren. Die würden ja 100... 116 zusammenkriegen. Wäre immer einer über. Würden sie das mit zwei Fahrzeugen, die maximale Ladekapazität haben, würden sie das Ding dann voll halten können. Okay. Na gut, wir lassen das jetzt erstmal an der Stelle eben dafür. Haben wir uns unsere erste Zugstrecke schon mal aufgebaut. In der nächsten Folge hoffentlich können wir uns dann endlich mal hier was Sägewerkmäßiges aufbauen. Wirtschaft ist immer noch auf schlecht, weil wir das Holz einfach nicht nachgeliefert kriegen. Und die hier mittlerweile auch so viel Holz und... Quatsch. Ja doch, Holz. Normales Holz. Nicht die Bretter, meine ich natürlich. Und das Erz einfach haben wollen. Die sind hungrig, sind die. Und groß werden. Okay, ja, ist jetzt doch kurz einen Moment länger geworden, die Folge, ist aber nicht schlimm. Für die nächste Folge wissen wir, was wir zu tun haben. An der Stelle lasst mir doch gerne wieder ein Like, Abo, da wie auch immer ihr möchtet. Gerne auch Kommentare, freue ich mich immer drüber. Und dann reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.